So, ahoi meine lieben Sidcast hier. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Wars Jedi Fallen Order. Und wir haben jetzt das Astrium, sind zurück hier an dem Tempel. Und ja, dann rein mit uns, ne? Und los, BD. Oh, ich muss den Lautsprecher ausmachen, sonst haben wir hier so einen Hall drauf. Das habe ich jetzt getan. Okay, da sind wir wieder. In die Mitte. Na dann los. Das Holocron erwartet dich. Der Wahnsinn. Das Gewölbe selbst ist wie ein riesiges Holocron. Mhm. Irgendwas ist mit der Wand. Ja, sehen wir nach. Oh, oh. Hä? Da. Hä? Was ist los hier? Oha. Okay, wir folgen mal. Die Chronik unserer Zivilisation ist für die Nachwelt gedacht. Trotz Weisheit und Fortschritt stehen wir vor der Ausrottung. Dogmen ließen uns das Gleichgewicht verlieren. Und langsam hat unser Stolz uns korrumpiert. Gucken mich alle an die ganze Zeit. Je mehr Kontrolle wir anstrebten, desto näher kam der Untergang. Ich führe den Rest meines Volkes ins große Unbekannte. Frieden. Dies ist unsere große Hoffnung. Da ist es, oder? Da leuchtet doch was. Da ist es. Wir haben's. Ich werde Sie die Wege der Macht lehren. Meister Kestis? Wir werden mit dem Aufwärmen beginnen. Was ist die Macht? Versammelt euch alle. Meister Kestis? Glaubt ihr, das Imperium findet uns? Oh, guter Einwand. Hä? Hä? Was sind die jetzt? Muss ich da jetzt weitergehen? Folgen mal. Das Imperium! Oh oh. Die Inquisitoren sind hier! Oh oh. Meister, sollen wir kämpfen? Weitergehen! Sie kommen! Zu den Gräben! Das ist natürlich wirklich ein Risiko, wenn wir jetzt die machtbegabten Kinder anfangen auszubilden. Jünglinge fangen, den Rest umlegen. Der Rest schnell, Und, sag mal, unser Meister konnte ja auch gerade so nur uns retten. Schön. Ziel gesichtet. Hilft mir, Meister Kestis. Drücke vor.
Okay, diesen Bildern kann ich nicht wirklich da was helfen. Ausschwärmen, da sind noch mehr. Ja, Sir. Du kannst dich nicht verstecken. Hab ich dich. Ach du Scheiße. Sind wir wieder hier. Cal Kestis. Ergib dich, dann verschonen wir vielleicht die Jüngsten. Ganz recht. Auf die Knie. Ach du Scheiße. Ich habe Angst. Was passiert mit uns? Und dann werden sie auch zu Inquisitoren. Meister Kestis, warum? Ich will heim. Wie sehe ich denn jetzt aus? Wieso habe ich denn jetzt eine... Das ist ja, weil hier so ein imperiales Symbol, oder nicht? Das ist auch nicht mein Lichtschwert. Das ist ja voll rot. Oh Mann. Und nun? Okay. Also das kann auch dolle nach hinten losgehen, wenn wir jetzt hier... Oh oh. Hatte schon befürchtet, dich hier zu sehen. Oh. Wie ungewöhnlich vorausschauend von dir, Padawan. Ich dachte, deine größte Tugend wäre deine Sturheit, wenn du von einem Debakel ins nächste stolperst. Dann war es wohl ein Fehler, mich auf Bracca nicht zu töten. Das war Mitleid. Was ist schon ein kleiner Padawan gegen einen Preis, der mir die Gunst des Imperators verschafft? Und du glaubst, ich lasse dich mit dem Holocron entkommen? Aber natürlich nicht. Wir haben beide unseren Stolz. Aber dein Stolz hat das Leben so vieler machtbegabter Kinder auf dieser Liste gekostet. Und jetzt auch dein Leben. Wie du gesagt hast, ich bin sehr stur. Oh, na toll. Schwache Technik. Hey. Hast du dich nicht trainiert? Ist sie noch nie?
Das habe ich gut gemacht. Oh, was denn jetzt? Oh, sei vorsichtig. Es kommt direkt aus der Hölle. Ach du Scheiße. Das ist ihr Schwert oder was? Geht nicht. Wir dürfen uns nicht trennen. Bleiben wir zusammen. Nein. Ich locke sie weg und kehre dann auf einem anderen Weg zurück. Bleib bei den Jünglingen, Trilla. Möge die Macht mit dir sein. Meisterin, bitte geht nicht! Trilla, was wird jetzt passieren? Alles okay. Alles okay. Jemine. Eine Inquisitorin wird geboren. Als die zweite Schwester Cal im Gewölbe auf Bogano attackierte, gelangt ihr Lichtschwert durch einen unglückliches Manöver in seine Hände und löst bei ihm ein Echo ihrer tragischen Vergangenheit aus. Cal erfährt von Trillas Geschichte als Ceres Padawan, einschließlich der verstörenden Details ihrer Gefangennahme und Verwandlung in die zweite Schwester. Als diese Offenbarung Cal für einen kurzen Moment lähmt, gelingt es Trilla, ihm das Holocron zu stehlen. Ja, das ist jetzt gar nicht gut. Damit hat sie ja jetzt hier die... Ja, was macht man jetzt? Scheiße ist das, oder? Geh zur Mentis zurück. Na ja, dann los. Ja, und wie immer in diesen Geschichten, sie hat's. Na komm, wir gehen gleich weiter, oder? So, hat die Zeit. Noch jede Menge. Oh. Oh. Das hier nicht. Gleich nochmal! Greift ihn an! Findet eine Schwachstelle! Zurück! Du willst auf hier. Ah, da sind ja noch welche. So, nehmen wir hier den kurzen Weg oder wollen wir uns da unten noch die grüne Tür angucken? Wir nehmen den kurzen Weg, oder? So, was? Hat der. Ist der noch da? Hat der volle Elle hier runtergeschubst?
So, wo muss ich denn jetzt hier weiter? Kann ich da einfach lang? Da unten haben wir noch eine grüne Tür. Die gucken wir uns an, okay? Weiter. Eigentlich immer noch geradeaus, oder? Da hoch. Scheiße. Ja, soll sich ein anderer abknallen lassen. Bewegung. Okay, so waren das alle. Also das funktioniert ganz gut, muss ich sagen. Die ranziehen, ihnen mit dem Schwert geben, gut ist. So, jetzt müssen wir irgendwie da rüber und dann da unten hin. Ach so, da durch den Gang. Alles klar. Wo ist das Raumschiff? Da, wo müssen wir lang? Können wir da runter? Und dann laufen wir da, ja, das müsste gehen. Oh, das war knapp, das wäre beinahe schief gegangen. So, und jetzt einfach mal runterlaufen. Hier war ja dieser Gang. Diesen hier. So, schauen wir mal, was wir da machen können. Ja, genau, da unten. Ja, und jetzt, was ist hier? Ach hier, interagieren. Okay, hüpf an Bord. War der da eingesperrt oder was? Oh. Ein Bockling-Gefährten erhalten. Das ist wie die Kugel und die Halterung von Seppo. Was macht man damit? Ja, warte mal, hier ist ja noch so eine Mummel. Da hinten ist noch eine Kiste. Aber wo muss die Mummel hin? Komme ich hier rübergesprungen? Nein. Kann die Mumie bewegen, aber wo muss... Da hinten ist sie. Moment, kann ich die auch ziehen?
Scheiße. Nochmal, die rollt immer wieder hier hin. So, jetzt gehen wir mal hier rüber. Ja. Oh nein. Hinweis. Ja, die Position muss genau stimmen. Ja, die Position muss genau stimmen. Ja, ich habe das ja versucht, ihn da hochzurollen. Aber das war zu weit. Und sonst habe ich doch da keine Chance reinzukommen, oder? Oh, das triggert mich jetzt. Wie geht das? Komme ich hier oben rein? So, das ist schon so gebaut hier, dass ich da nicht reinkomme. Und jetzt rollt er da hinten rum. Ich muss ihn genau da hochkriegen. Ist das ein Kack? Und jetzt ist wieder zu weit. Nee, ich muss ihn dann von hier aus weiterschieben. Moment. Wir kriegen das schon noch hin. Wir haben ja Zeit. Ne? So schnell werden die Jünglinge ja auch nicht finden. Die müssen ja erstmal das Holocron öffnen. Ja, ja, ja! Ja! Haha, Kiste! Ja! Damit kann uns nichts mehr aufhalten. Da. Ja, noch ein. Sechsten. Sehr gut. Geheimnis entdeckt. Maximale ja. Sind hier noch irgendwas zum Scannen oder so? Nee. Nö, ist ja auch in Ordnung. Schön, haben wir den auch noch gekriegt. Wunderbar. So, dann jetzt hinterher hier. Die olle zweite Schwester finden. Das ist ein Fuß. Da geht's rein. Ja, so, was ist denn los jetzt hier? Sia. Erzähl mal. Ich habe gesehen, was geschehen ist. Zwischen euch und Thriller, was ihr durchgemacht habt. Es tut mir leid. Ich war arrogant und echt dämlich. Ich habe nie verstanden, was ihr durchgemacht habt. Sie hatte ein Holocron. Ich weiß nur nicht, wo sie hin will. Ich bin verantwortlich für den Weg, den Triller verfolgt. Und was sie als nächstes tut, ist die Quittung für all meine Fehler, Kerl. Unsere Fehler sind Vergangenheit. Wir sind alle verantwortlich. Und was wir als nächstes tun, ist das Wichtige. Das habt ihr mich gelehrt. Du hast recht. Ich weiß, wohin sie will.
zu einer Festung. Dorthin bringen sie Jedi. Die Inquisitoren kommen von diesem Ort. Dort regiert Folter. Es ist der Ausgang meiner Flucht. Hätte nie gedacht, dass ich zurückkehren würde. Ihr geht aber nicht allein. Ihr habt einen Freund bei euch. Nein. Ich habe einen Jedi bei mir. Ui. Kniet nieder. Und denn ausgerechnet mit diesem Kackschwert muss das sein? Gemäß dem Recht des Rates, nach dem Willen der Macht, Cal Kestis. Steh auf, Jedi-Ritter. Du bist bereit. So wie ihr. Na, wie schön. Inquisitorenfestung. Wow. Ja, dann gucken wir mal. Das verlorene Holocron. Kell und BD brachten das Astrium zum Gewölbe und fanden das Holocron. Kell hatte daraufhin eine Vision. Trainierende Jünglinge überfallen von Truppen des Imperiums. Ein Kampf, Tod, Folter. Kell als Inquisitor. Als er erwachte, stand Triller vor ihm. Kell zog ihr Lichtschwert. Was? Kell zog ihr Lichtschwert und wurde von einem Machtecho erfasst. Ach so, ja, das stimmt. Cere und Triller gefoltert. Trillers Gesinnungswandel. Ceres Flucht. Als er zurückkehrte, waren Triller und das Holocron verschwunden. Kell lief zum Schiff zurück, um Cere alles zu erzählen. Diese nutzte die Macht und schlug Kell mit Trillers Lichtschwert zum Ritter. Neues Ziel? Ach so, ich soll den Holotisch benutzen. Ruhig. Zu ruhig. Ja, so, warte mal. Jetzt gucken wir erstmal. Kein Naturfan, was, Grease? Nur hinter Glas. Die Natur ist auch kein Fan von mir. Ich habe zwar vier Arme, aber du weißt sicher, für die meisten Kreaturen bin ich nur ein Häppchen. Ich brauche einen Moment für mich. Du und Stier wart also schon ein paar Mal hier. Wir waren überall. Auf einer Nonstop-Tour durch die Galaxis. Sie zahlt die Rechnungen. Ich kann mich nicht beschweren. Besser als sich jahrelang im Schrott verstecken. Das sehe ich ganz genauso. Und ich kenne Schrottplätze. Und der Planet war der schrottigste. Ich kann nicht glauben, dass jemand... Entschuldigung. Du hast ja recht. Beeil dich hier, ich habe Hunger. Und ein neues Rezept für Kadu-Rippchen. Mhm. So, sie hat auch Zeit für sich selbst. Sie steht halt hier so rum und guckt. Und guckt. So, wie sieht's hier aus? Auch nicht schlecht, ja. Ein paar Pflanzen haben wir gesammelt. Ich weiß nicht, ob das alle waren. Ich glaube nicht, sonst hätten wir bestimmt hoffentlich einen Erfolg freigeschaltet. Aber wir gucken mal, wir haben ja hier das Viech irgendwo befreit. Krabbelt denn das rum? Ja, stand da nicht, wir sollen auf ein Schiff gucken? Nicht wie ich, Boggling. Boggling heißen die, ne? Du machst langsam Fortschritte, Kerl. Zum Glück bist du bei uns. Wir müssen eine Galaxis retten. Keine leichte Aufgabe. Glaubst du, du bist dir gewachsen? Ach du je. Ich bin nicht sicher, aber ich versuch's. Ja. Viele sind auf dich angewiesen, ob sie es wissen oder nicht. Zweifle nicht an dir, Kerl. Ihr wart mit Cordova bestimmt oft hier. Nein. Er hat mich nie hierher geführt. Er hat nur davon erzählt. Ich war die Einzige, die wusste, wo der Ort liegt. Er hat euch vertraut. Ja, sieht ganz so aus. Er war sicher, dass ich ihm glaube und seine Aufgabe beende. Hoffentlich hatte er recht. BD1 glaubt dran.
Er ist ein kluger Droide. Dieser Ort mag friedlich scheinen, aber das heißt nicht, dass er ungefährlich ist. Mhm. Kommt da jetzt noch was, oder? Ne, sind wir durch, ja. Guck dir mal hier die Map an. Oh, guck mal da. Ich denke mal, der kleine rote Knubbel, da müssen wir hin. So, aber ich habe jetzt den... Na, das hier, den Bogdan, oder wie der heißt, nicht gefunden. Wo ist er denn? Ist nicht da. Na gut. Ja, Leute, was sagt die Map? Wir müssen... Die Map sagt nicht, ich kann sie nicht aufrufen, aber wir sollten irgendwo hinfahren. Ach so, zur Festung der Inquisitoren. Was wir mal noch schnell gucken können. Wir können mal gucken, ob wir hier mal ein bisschen noch unser Lichtschwert mal wieder ändern. So viel Zeit muss sein. Farbe. Wir hatten Indigo. Jetzt, wo wir Ritter sind, nehmen wir mal Zyan. So, Sender. Was haben wir hier noch Schönes freischalten? Hier noch Pflicht und Entschlossenheit 2. Den finde ich ganz schick. Böse. Der sieht so ein bisschen nach Ledergriff aus. Macht und Kontrolle. Nochmal ein Sender? Ach ja, auf der anderen Seite. Ach, man kann das auch unterschiedlich ausführen. Und hier haben wir noch... Oh, das ist natürlich... Uranium, Bronzium, Laminastahl. So. Das sieht doch schick aus. Das passt doch gut zur Farbe des Lichtschwerts. Ja. So machen wir das. Und dann, wie war denn das hier? Man kann doch hier auch noch... hier können wir auch noch mal kurz durchgucken. Wir haben hier noch verschiedene Ponchos gesammelt. Reisender, Umhang, Vagabund... Bracker, Schrottsammler, ach, den kennen wir schon, ja. Bravo, ein paar sind aber auch noch frei. Regenwald, Savanne, Dämmerung, freies Kaschik, Chio, Wächter, Überhülle. Naja, ich finde, das ist mit dem... Also, ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht als nur Ponchos in verschiedener Farbe, muss ich sagen. Das ist, hier nehmen wir den hier. Hier haben wir noch ein anderes Outfit. Achso, Monteur-Crew. Die tragen wir da drunter. Gesetzloser Wächter. Ja, lassen wir so. BD1 können wir noch ein bisschen dran rumspielen. Guck mal, den können wir auch schön grün machen. Stygion Prime. Der sieht so ein bisschen rostig aus. Das ist ja gerade innen, weißt du, das nehmen wir auch. Wir machen ihn mal ein bisschen rostig. So, und die Mantis. Jetzt hatte ich hier Sternjäger. Ich finde, das sieht hier deutlich dunkler aus, als dann im... Kann man die drehen? Nee. Als dann nachher, wenn sie wirklich fliegt. Greasy Kreuzer Aphelium, das ist auch schön dunkel. Wir nehmen mal das. Schick. So, dann hätten wir das auch noch ein bisschen hier, ein bisschen Raum gespielt. Dann sehen wir auch mal ein bisschen was anderes. Und ja, ich werde jetzt noch schnell meditieren zum Abspeichern. Aber da braucht ihr ja nicht mehr zugucken. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis dahin, ahoi und ciao, ciao.